Er kommt aus dem schönen Mecklenburg-Vorpommern. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie doch, hier ist für Sie Mochi! Mach es zu deinem Projekt. Mach es zu deinem Projekt. Ist hier gleich so nur für Studenten. Ja, das stimmt. Der hat vorher. Er muss aufpassen, irgendwo da drin ist noch Anne Will. Ja. Ja. Ich hoffe, es geht dir gut. Sehr gut. Schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Ja, eine interessante Zeit für dich. Ne? Hast du schon mal, trotz dessen wir natürlich wissen, dass du dich persönlich sehr engagierst und dich eigentlich immer mit Leib und Leben eigentlich für die Sache ins Zeug legst. Ich meine, Triebfeder deines eigentlich ganzen Lebens, natürlich zieht sich das auch sehr, sehr durch diesen Film, das ist natürlich das Engagement gegen rechts. Und was mich interessiert, was hast du das Gefühl, für wen machst du das? Also was glaubst du, wer ist derjenige, vor den du dich da stellst? Keine Ahnung, ich würde auch nicht sagen, dass das die Triebfeder meines Lebens ist. Ne? Ich habe Bock auf Leben oder so. Ja? Und wenn ich vielleicht woanders wohnen würde, würde ich noch mehr chillen als bei uns an der Ostsee zu Hause. Aber ich wohne halt in Mecklenburg-Vorpommern, wohne da sehr, sehr gerne. Und ich meine, da gibt es natürlich verfestigte Nazi-Strukturen. 21% haben die AfD gewählt. Und, aber ich habe keinen Bock auf dieses Ossi-Bashing im Sinne von, oh, das ist jetzt alles so schlimm und die Welt geht unter. Ich glaube, genug Bands haben irgendwie vom Weltuntergang gesungen. So, ja? Und ich habe Bock, nach vorne zu gehen. Ganz egoistisch gesagt würde ich auch sagen, irgendwann, wenn ich mal Kinder haben sollte, will ich halt auch, dass die es selber geil haben. Ja? Und in der Welt, wo halt irgendwie so ein ganzer Faschomob nachher die Macht übernimmt, da habe ich keinen Bock drauf. Ja? Ja. Das ist der Punkt. Und hast du das Gefühl, wessen Job übernimmst du da eigentlich? Weil du bist ja, also A, bist du wie die Jungfrau zum Kind überhaupt dazu gekommen, in einer Band zu singen. Du hast jetzt nie irgendwie die große Idee gehabt, wenn man dir glaubt, dass du überhaupt in einer Band singen wolltest. Jetzt bist du schon eine Galionsfigur natürlich auch der von linken Aktionen, ja, und von dem Sprachrohr. Wer macht da seinen Job nicht, dass du das alles machen musst? Hast du das Gefühl, du stehst da manchmal auch alleine da? Ja, keine Ahnung. Ich glaube jetzt nicht, dass Horst Seehofer das besser machen würde als ich. Ja. Da halt Aktionen zu reißen und sag mal, seine Popularität, die wir gerade haben, schamlos auszunutzen, ja, mit der Band. Das ist schon was, wo ich denke, das ist das Geilste, was wir machen können. Und deswegen gehen wir an die Dörfer, in die Kleinstädte, versuchen nicht nur in irgendwelchen Second Fiddle zu bleiben, sondern versuchen dann halt unsere Release-Party in Lötz, also da, wo sonst gar nichts geht, irgendwie zu reißen und machen feiern dort mit den ganzen Leuten aus dem Dorf unser neues Album, was wir dann rausgehauen haben im Januar, ja. Und ich würde das immer nicht so Leuten vorwerfen. Ich würde mich eher wirklich immer auf die geilen Leute konzentrieren, die es überall so gibt, als dass ich jetzt irgendwelchen Politikern irgendeine Scheiße erkläre. So. Ja, du machst also praktisch komplett da so, na, in gewisser Weise dein eigenes Ding, immer mit so einer Schubkraft. Das kostet aber natürlich auch Energie, ne? Also gibt es auch mal so den Moment, wo du sagst, ich irgendwie ändert sich da überhaupt was, wo du so ein bisschen desillusioniert bist und denkst, ey, was mache ich hier eigentlich? Ja, das ist auch nicht so, dass ich jetzt 24 Stunden, 7 Tage lang die ganze Zeit nur über Politik arbeite. So, ja, ich habe das nicht studiert oder so, sondern ich hänge auch einfach gerne, ich wohne 10 Minuten von der Ostsee weg und hänge einfach gerne am Meer rum oder so, ja. Und, aber natürlich ist das mal kräftezehrend und ich glaube, da haben wir gerade eine coole Position, weil wir ganz, ganz viele Leute erreichen, ja. Für mich ist gerade überhaupt gar nicht die Stimmung, dass alles total scheiße ist. Na klar, gibt es ganz viele Wichser, aber es gibt auch noch ganz viele coole Leute und darauf, glaube ich, muss man sich fokussieren und es ist auch einfach der Punkt, guck mal, in Deutschland oder bei uns in MacPom gibt es so viele geile Leute, die auch immer wieder angegriffen werden, ja. Ob es Menschen sind, die was sich so... Was ist dir da so passiert? Was sind so die Dinge, die du persönlich erlebt hast? Weil es ist ja, man muss schon Mut haben, um das so zu machen, ne? Ja, ich habe keinen Bock auf dieses Rumopfern. Also klar, ich meine, wir haben jetzt gerade nach 10 Jahren das erste Mal einen eigenen Proberaum mit unserem Papas aufgebaut, ja, in Greifswald so. Und der wurde dann halt nach 3-4 Monaten eingeklatscht, Scheibe eingeklatscht, Buttersäure rein, der ganze Scheiß. Aber schlussendlich, keine Ahnung, wenn ich da jetzt die ganze Zeit immer rumheulen würde, dann würde ich nachher depressiv werden, da habe ich keinen Bock drauf. Dann sage ich lieber, Digga, dann hauen wir ein geiles Album raus im Proberaum, auch wenn es nach Buttersäure stinkt, und verkaufen alle Hallen aus, wie wir es jetzt gerade gemacht haben. Oder ich meine, selbstverständlich, immer werden Leute versucht, oder versuchen Neonazis Leute einzuschüchtern. Aber ich denke, dass da ein Zusammenhalt oder der Zusammenhalt von ganz vielen verschiedenen Leuten einfach sehr wichtig ist. Und Familie, Freunde sind bei uns ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der sehr, sehr, sehr viel Kraft gibt. Ja, und deine Eltern hast du gerade schon das eine oder andere Mal erwähnt. Haben die sich manchmal auch gewünscht, dass du einfach einen normalen Job machst, nicht rumnervst und einfach zur Arbeit gehst, zu Weihnachten mal vorbeischaust, Ostern mal einen Blumenstrauß mitbringst und dann ja, war's? Das mache ich ja alles. Also ich finde nichts schöner als Weihnachten, weil da kommt meine ganze Familie zusammen oder Ostern. Ich bin in vielen Sachen auch total konservativ oder so, sag ich mal blöd gesagt. Aber klar, meine Mutter ist Zahnärztin, ja. Das ist immer gut, wenn man ein großes Maul hat. Mhm.
So, ne? Meine Schwester ist auch noch Zahnärztin, also schon vorgesorgt. Ich kann noch ein bisschen länger großes Maul haben. Aber klar, ich meine, das ist ja auch nicht abzusehen gewesen gerade. Wenn ich damals vielleicht mit 18, 19 meine Mutter gesagt habe, Mutter, ich spiele jetzt in der Band, ja. Digga, ich habe einmal Blockflötenunterricht gehabt und habe das dann sofort gesagt, habe ich keinen Bock mehr drauf. Und dann kommt halt so. Und dann komme ich da halt und sage, spiele in der Band. Und wenn jetzt aber meine Eltern, wenn du jetzt mit meinen Eltern sagst und wir auf einmal das erleben dürfen, vor so vielen Leuten spielen und dann meine Mutter auf, neben der Bühne steht, mein Vater das Mikro nicht mehr aus der Hand gibt, weil er rappt, also das, was er für Rappen hält, und meine Mutter ein Bengalo anreißt, so, ja, dann ist das einfach was obergeniales, ja. Pyro ist kein Verbrechen, ja, auch nicht, wenn es seine Mutter macht. Das muss man sagen. Es kann auch gute Stimmung machen. Sag mal, du hast ja auch diese Maxime, dass du eigentlich immer gesagt, dass du mit Rechten eigentlich gar nicht reden, gar nicht mit den Reden, überhaupt nicht diskutieren mit Nazis und so. Wie kann man diese These aufrechterhalten, wenn man jetzt weiß, zum Beispiel AfD, du gibst einen Bürgermeister von der AfD, da gibt's die AfD sitzt im Bundestag. Inwiefern kann man diese Bastion, die du da aufgestellt hast, halten oder sollte man das machen? Also, ich sehe, ich habe einen ganz unterschiedlichen Freundeskreis, ja, und auch mit Leuten, mit denen ich streite und so. Und aber für mich wäre die Grenze, ich rede nicht mit organisierten Neonazis, ja, und mit Leuten wie in Björn Höcke oder in Gauland, die einfach ganz klar wissen, was sie da betreiben, nämlich eine nationalistische, rassistische Politik. Da gibt es keinen Redebedarf mehr. Und ich denke, das meinte ich mit, ich glaube, dass es für mich da viel wichtiger ist, da die Kraft und Energie halt in die geilen Leute reinzusetzen, ja, in die geilen Leute zu investieren. Und deswegen machen wir auch, wir sechs in der Band, solche ganzen Aktionen, wie so noch nicht komplett im Arsch-Kampagne, wo wir auf einmal in Anklam stehen. Das hat man gerade in dem Trailer vorher gesehen mit Materia, mit Campino und so auf einmal Aktionen, wo vielleicht keiner was macht. Ich habe keinen Bock, die ganze Zeit immer nur irgendwelchen AfD-Wichsern hinterher zu rennen und da so hinterher zu hecheln und so nur zu reagieren, sondern ich habe Bock zu agieren. Und ja, wenn du gerade eine Band hast, die tausende Leute erreicht, ja, dann, Digga, dann hauen wir so doll es geht auf die Kacke und reißen halt so viel geilen Scheiß, wie es in unsere Birne geht. So ist es. Also ich finde, das ist ein sehr schönen Satz mal gesagt. Du hast mal gesagt, wer in seinem Leben noch keine Mülltonne geworfen hat, der weiß nicht, was Freiheit ist. Ja, ja, mit meinem Papa. Ja. Das habe ich das in einem Gespräch. Ja. Das würde ich auch ganz klar so vertreten. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel in Hamburg den G20-Gipfel siehst. Ja? Nee, ich habe kein Problem damit zu sagen. Ich finde es erbärmlich, wenn zum Beispiel irgendwelche Kiosse oder irgendwelche Kleinwagen abgefackelt werden. Ich finde es wirklich erbärmlich. Aber was ich wirklich erbärmlich finde, ist, wenn irgendwelche CSU, CDU-Politiker da die ganze Zeit irgendwas rufen von wegen, sie finden Gewalt so scheiße, aber gleichzeitig sind das die gleichen Leute, die für die Politik dafür verantwortlich sind, dass zigtausende Leute in den letzten Jahren im Mittelmeer verrecken, ja. Ich glaube, diese Leute haben nicht ernsthaft was gegen Gewalt, sondern sie finden Gewalt erst scheiße, wenn er so ein bisschen näher an ihren kleinen Kleingarten kommt, ja. Diese Leute haben kein Problem damit, Menschen nach Afghanistan abzuschieben, ja. Sie brauchen mir nicht irgendwas vom Weltfrieden erzählen, ich bin kein Hippie oder so, aber wenn so eine Leute davon irgendwas von Gewalt ist so schlimm labern, die genau irgendwelche Milliarden Waffenexporte in die Türkei bringen, nach Saudi-Arabien, dann finde ich das zumindest scheinheilig. So. Wo muss ich eigentlich immer hingucken? Nach da oder zu dir? Nein, du kannst hingucken, wo du willst. Oder für euch? Es gibt teilweise Gäste, die gucken mich das ganze Interview nicht an. Das hat aber persönliche Gründe. Ich bin wohlerzogen. Ja, du kannst hingucken, wo du möchtest, aber ich kann vor allem erstmal den Zuschauern sagen, wo sie hingucken sollten. Nämlich, ganz wichtig, ab dem 12. April, und das ist Donnerstag, kann man sich in den besten Kinos Deutschlands, das möchte ich noch mal unterstreichen, nicht in alle Kinos, ne, weil das ist so nur Kacke. Ausgewählte. Nur ausgewählte Premium-Kinos, ja, Kioske. Kinos, in denen man sich das angucken kann. Wildes Herz, wurde das letzte gefragt, was du so für Musik gehört hast, was dich so inspiriert hat, was hast du da gesagt? Ich glaube, Prinzen, Colin Siecko, Udo Lindenberg, ja. So, ich bin einfach familiär geprägt, ich bin ja, nicht so ein geiler Typ wie Jörn Schlönvogt, so. Ja. Aber Prinzen, ja, warum nicht? Handgemacht. Sag mal, übrigens, wir haben jetzt so viel über deine Eltern gesprochen. Ja, jetzt will man eigentlich auch wissen, wie die aussehen. Du hast sie zum Glück immer dabei, ne? Ja. Ja, kannst du die vielleicht mal zeigen? Mutti, Papa. Mein Vater ist auf jeden Fall wach geblieben. Der guckt dir das an. Sehen, da sind sie. Da sind sie. Meine Mutter sieht aus wie ich und mein Vater mit Schnauzbart wie ich. So, also ich glaube, mehr Elternliebe und ich glaube auch mehr Dankbarkeit, weil die kommt nämlich wirklich rüber in diesem Film. Also wenn wir jetzt über die ganzen Dinge, über die wir gesprochen haben, man findet wirklich noch mehr in dem Film. Ich habe ihn gesehen und finde ihn ganz, ganz toll und hoffe, dass viele Leute sich den Song, unser Album kaufen. Euer Album auch natürlich kaufen, sehr gut, ja. Aber natürlich auch den Film anschauen, Wildes Herz, ja. Also,
Vielen Dank, viel Erfolg noch.